Herzlich willkommen zu einem neuen Food-Video mit Ardinio. Der Bre ist extra aus Berlin heute wieder gekommen nach Hamburg, weil wir unbedingt wissen wollten, wie lecker sind Pizzen in Hamburg. Was ist Mehrzahl, Pizzen oder Pizzas? Pizza. Eine Pizza, 10 Pizza? Nee, Pizzas. Ja, richtig. Ja. Und von einem Taxi mehrere Taxis, oder? Nee, Taxen. Ah, und wieso bin ich Pizzen? Also auf jeden Fall gehen wir jetzt hier in den Laden rein. Wir sind am Hamburger Hafen bei Luigi, der Bruder von Mario. Ich habe mich heute auch ein bisschen schicker angezogen, weil ich dachte mir so, hey, wir gehen Pizzeria, die sind meistens so. Welche Pizza wollen Sie? Er hat sich auch heute sportlich angezogen, falls du Liegestütze machen musst. Nein, wir gehen jetzt erstmal rein. Luigi's Hamburg, das ist der erste Laden. Wir stehen hier schon vor, werden direkt gleich bestellen. Und ja, genau. Lass gerne ein Like da, abonniert den Kanal, ist kostenlos, super sind's. Er denkt, wir machen Outro. Also ist auf jeden Fall der Laden hier so klein, fein. Und guck mal hier, da hängt so einfach so das Fleisch, hier hinten machen die ihre Pasta selber. Da ist so einfach eine offene Küche, das ist so chillig, Alter. Wie geht's dir, alles klar, oder? Buongiorno. Paparazzi, keine Brote. Ey, das ist super. Das ist ja das ist cool, okay. Wir sind vier. Cinco. Cinco, Bruder, er macht Spanisch Cinco? Mit dir. Als Portug- ah, sorry. Ja, ey, sei lieber ruhig, Arda. Schön, sogar hier so mit Terrasse und so einen auf den. Was ist deine gängigste Pizza? Deine gängigste Pizza, die am meisten verkauft wird? Welche ist das? Pizza Parma mit Parmaschinken. Ah, ja, geht aber ohne Parmaschinken, oder? Ja, mit Rucola drauf, das ist. Ach so, nee, lass, okay. Wir nehmen Margarita und wir nehmen Tonno. Ist Tonno bei euch gut? Ja. Margarita bei euch gut? Ja. Würde mich auch wundern, wenn ihr nein sagt. Einmal Tonno. Einmal Tonno. Habt ihr noch irgendeine mit Gemüse so? Gemüse irgendwas? Haben wir vegetarisch. Oder nimmst du vegetarisch ganz einfach mit Gemüse und einmal Thunfisch? Und Margarita, eine Margarita. Wir müssen Margarita, müssen wir wissen. Thunfisch, vegetarisch, Margarita. Okay, eine Frage. Mit welchem Ofen macht ihr die Pizzen? Komm mal mit mir. Gas, aber mit Steine. Mit Steine auch. Steinofen, aber mit Gas. Steinofen mit Gas. Beide, ne? Genau. Ich hab beide, Stein, okay. Und ihr macht ja auch die Pasta selber, ne? Genau. Da, ich habe schon vorne gesehen, die Pasta und so. Sieht schön aus. Okay, dann weiß ich Bescheid. Danke dir. Ich habe noch eine Frage. Wir testen heute drei Pizzaläden. Drei Pizza, genau. Denkst du, Luigi wird von diesen drei Läden der Beste sein? Glaube ich, ja. Glaubst du? Glaube ich. Okay, ich bin gespannt. Das ist bei Luigi. Einmal Tonno. Das ist Tonno? Tonfisch, genau. Oh, das sieht gefährlich aus. Und das ist vegetarisch. Einmal Margarita. Findest du das die beste für dich? Ja, ich glaube, ich die Thunfisch. Die Thunfisch, sagst du? Echt? Wow. Danke dir. Danke. Vielen Dank. Guten Appetit. Oder vegetarisch, Thunfisch, schaut euch die an. Also ich mache das so, ich esse von jedem ein Stück Pizza, weil wir haben noch ein paar andere Läden zu testen. Ich liebe diese Pizzen, wenn die so dünn sind. Ich auch, ja. Ich auch. Dann kann man mehr essen. Ja. Ey, 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 das darfst du nicht. Das ist verboten. Guck mal, du machst so. Du musst so machen. Nein, und dann machst du den ersten vorderen, machst du so. Was ist das denn, Bruder? Börek. Nein, du machst nur die Spitze und dann. Das habe ich falsch gemacht. Hala, die isst du gleich. Boah, unglaublich. Okay, also so. Boah, schmeckt super, ja. Tom, ein Fall, von denen könnte ich 10 Stück essen. Weiß nicht, was für Käse die benutzen. Weiß nicht, was für eine Tomatensauce. Aber das ist extrem lecker. Ich mag das, wenn die auf die Margarita diese Oregano machen. Mhm. Oregano geht immer. Auch in Tomatensauce. Passt sehr gut. Soll ich ehrlich eine Meinung sagen? Ja. Wie soll eine Margarita-Pizza das jetzt noch toppen? So fühle ich mich gerade. Ich auch. Ich nehme extra diese, wo viel Zwiebel ist. Schwarze Oliven, super, ja. Schön. Am Ende sagen wir, welche von den drei die beste war. Ja. Also wir haben hier Zucchini, Oliven, Tomaten, Pilze, Paprika gelb, Paprika grün. Da ist einfach alles drin. Das ist einfach wirklich eine vegetarische Gemüsepizza. Okay, ich mache einfach eine Rolle. Aber da kann ich schon mal direkt was zu sagen. Ich hatte gerade zu viel Wasser im Mund. Dieses Gemüse hat es zu wässrig gemacht für mich. Ja, und ich fühle das nicht, wenn es so wässrig gemacht wird. Es schmeckt zwar gut, weil es eigentlich Margarita ist und da drauf das Gemüse. Und jetzt Tonno, du weißt, Bruder, Tonno ist sehr wichtig. Schreibt mal in die Kommentare, isst ihr den Rand oder isst ihr den Rand nicht? Und jetzt, nächster Lifehack. Also Rand den Rand lasse ich immer, immer weg und am Ende esse ich den mit Dip. Bei drei. Eins. Das ist Thunfisch, das Boah, okay. Wow. Ist der Thunfisch ein bisschen scharf oder kommt mir das so vor? Kommt mir so vor. Du Fettsack, hör doch auf. Wir haben doch gleich drei Läden. Bruder, ich hab Hunger, Allah. Nummer eins, Margarita, mit Abstand. Nummer zwei, Tonno.
Und Nummer 3 die Gemüsepizza. Die sind zwar alle stabil, die Margherita-Pizza finde ich persönlich sehr, 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 sehr lecker, weil sie ist nicht zu dominant. Weißt du, was ich meine? Nicht so verfettet. Du fühlst dich nicht schlecht bei dieser Margherita-Pizza, das meine ich. Wie ist dein Call? 1, 2, 3. Ja. Gehst du mit? Alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich. Voila? Voila. Ich hab zu spät gemacht. Er hat einfach Delay. Er hat einfach Lags, Bruder. Wir machen so, wir werden euch jetzt sagen, wir lassen das alles einpacken. Werden wir aber nicht, weil wir haben noch hier zwei Fette hinter der Kamera und hier einen Fetten. Und ich habe gesagt, ich esse von jedem einen. Ich habe es gemacht, Alhamdulillah, solange bis die Kamera aus ist. Mhm. Wir sehen uns gleich im zweiten Pizzaladen. Ich bin sehr gespannt, weil die Margherita war sehr stark. Ja, ja. Sehr stark. Bis gleich. Wo sind wir jetzt, Arda? Bei Niccolo Ritze. Wir sind bei 60 Sekunden zu Napoli. Wir sind mitten in der Innenstadt. Hier vorne ist 500 Meter das Europapassage. Er sagt Niccolo Ritter. Mal guck mal, bitte zeig mal, warum er das sagt. Er hat dieses Schild versucht, rückwärts zu lesen. Er sagt einfach Niccolo Ritter. Wir bestellen wieder die gleichen. Wir bestellen einmal Margherita, einmal Tonne und einmal Gemüse, damit es fair ist. Vielen Dank. Sie sehen uns drin. Bruder, ist das ein richtiger Steinofen? Ja, das ist ein richtiger Steinofen, Bruder. Wird der Steinofen auch mit Gas betrieben? Nein, nein. Das ist komplett. Mit Kohle? Nee, nee. Das ist ein kompletter Steinofen, 450 Grad. Ja. Ey, bitte, guck mal, diese Pizzen hier. Guck mal, da ist schon diese Tonne und hier ist Margherita. Wallah, die Hände sind dicker als mein Arm. Bruder, ich habe noch nie mein Leben mit napolitanischen Pizza gegessen, weißt du was? Ich auch nicht. Ich habe immer nur diese klassischen Dings. Die sehen aber mies gut aus. Guck mal, hier haben die deren Sachen. Chips, Mozzarella, Schafskäse, ich glaube Blattspinat, Parmigiano. Eine Frage, was ist das für Mozzarella? Von welchem Tier? Büffelmozzarella. Ist Burrata Büffelmozzarella? Boah, Burrata ist sehr, sehr lecker. Da wird der Teig geknetet. Und dann lässt er den liegen, dann kommt die Tomatensauce da drauf und hier werden die Dinger belegt. Das ist hier die Gemüsepizza, ne? Das ist die Gemüse, das ist die Avocado, das ist der Rock, das ist die White Tuna und das wird die ganz normale Margherita. Margherita. Genau. Okay, das heißt, das sind unsere drei Pizzen. So sehen die schon mal vor Ofen aus. Und da ist die. Und die heißt, die dauern nicht lange, ne? Die sind wirklich 60 Sekunden. 60 Sekunden. Deswegen auch dein Name, 60 Sekunden, Tonapoli. Tonapoli. So, jetzt sind unsere Dinger alle drinne hier. Die Bres, da chillen die, bis wir sie essen können. Bitte, guck mal. So sieht die aus jetzt. Guck mal, wie er die dir von hinten schnappt einfach. An alle vorbei. Ach, er hat sie gedreht? Ich glaube, damit die nicht am Boden festkleben. Und dann wieder reingeschoben. Okay, da ist jetzt die erste fertige Pizza. Oh, guck mal, wie die aussieht. Was ist das bitte? Wir sind in Napoli. Das ist die Gemüse. Reicht jetzt auch, jetzt gehen wir essen. Da sind die Bres. Das ist die Tonno, Margherita und die Gemüsepizza. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Oha, wie easy sich die schneiden lässt. Ich glaube, das weil die Messer gut sind. Ich bin es nicht gewohnt. Ey, ich habe auch gesagt, hier esse ich auch nur ein Stück. Aber ich habe nicht gesagt, wie groß das Stück werden soll. Also nimmst du die Hälfte oder was? Nein, nein, nein. Er schmiert, er denkt, das ist Brot. Er schmiert einfach die Sache drauf. Ja, ihr könnt ja auch mal in den Kommentaren schreiben, eins, ob die richtig ist oder nicht. Bismillah. Ich hab offiziell nicht geschmeckt, weil es so heiß war. Also hierfür brauche ich 100% einen Dip. Das ist fast wie, als ob du Brötchen kaufen gehst. Boah, der Rand wie ist zu weich und fluffig der ist. Ich weiß schon direkt, welche Margherita besser war. So, Tonno. Bismillah. Mhm, okay, okay, okay. Ich weiß jetzt schon, was besser ist, ja? Ich auch, sofort. Trüffelmayo? Ja, ja, mach mal. Ja. Kannst du in einem Liter Glas bringen. Danke dir. Hier sehe ich aber schon, glaube ich, einen Vorteil drin. Die haben die Brokkoli drauf. Die haben Brokkoli drauf und nicht zu viel Gemüse, was so wässrig sein kann, weißt du? Wallah, ist einmal Brötchen geworden. Das sieht aus. Aber ist egal, das Endresultat muss stimmen. Oder wir essen es safe falsch. 100%. Warte, Trüffelmayo, machen wir hier rein. Chiliöl, Knoblauchöl. Okay, danke dir. Boah. Okay. Ja, Bruder, das ist es ja. Sag mal. Kann nicht, Bruder, ich kann nicht. Wenn ich mit meiner Frau esse und sie macht den hier, boah, lecker. Dann sage ich, warum habe ich dich geheiratet? Und ich mag Trüffel eigentlich nicht so. Magst du Trüffel? Jetzt ja, Knoblauchöl. Stimmt. Das ist cool. Die perfekte Pizza wäre der Käse von der anderen Pizza, aber der Teig von hier. Guck, hör zu. Mir hat diese Thunfischpizza besser gefallen als die andere. Mir hat die andere Margherita besser gefallen als die hier. Und die Brokkoli, die Gemüsepizza, da hat mir irgendwie Gemüse gefehlt. Hier ist alles drauf, außer Käse. Da ist Zucchini mit Brot und ein bisschen Tomatensauce. Das war's schon. Aber das war 60 Seconds to Napoli. Das heißt, übersetzt, hast du Hunger, kriegst du schnelle Pizza unter einer Minute. Ich mach dir, Bruder, schnell. Dauert wirklich 60 Sekunden?
Ich glaube schon, ja. Ganz kurze Diskussion. Das ist ein Freund von mir, der sehr, sehr lange schon mit mir befreundet. Und er und ich haben uns immer Klamotten gegenseitig getauscht, weil wir halt immer beide fett waren. Im gleichen Fettheitsgrad. Und wir haben gerade darüber geredet, dass wir nichts übrig lassen können. So Herz lässt das nicht zu. Und dann meint er so, weil wir gute Menschen sind. Dann meine ich, deswegen sind wir auch fette Menschen. Essen zu verschwenden ist nie gut. Aber sich auf Krampf das reinzuzwingen ist auch nicht gut, weil du schadest dir dann einfach damit, glaube ich. Lieber bei mir schade ich mir kurz, anstatt liegen zu lassen. Kurz? Bruder, du hast ein Sixpack, wir haben ein Fettspeck. Was redest du? Das kannst du so einfach sagen. Wallah, guck mal den an. Naja, auf jeden Fall irgendwie die gesunde Mitte finden. Zu viel am besten liegen lassen, einfach gar nichts bestellen. So viel aufhören, wie man denkt, dass man es schafft, und lieber nachbestellen, statt zu viel zu bestellen. Naja, das sagt man immer, aber macht man nie. Wallah, ja. Aber die Absicht zählt. Innama amalu bin niyyah. Allah kennt deine Absicht. Wenn die Absicht rein war, dann haben wir uns nichts vorzuwerfen. Amin. Das nochmal, mein fetter Freund. Meine Brees essen hier auf, wir packen ein bisschen was ein. Ich esse den Rand hier weg und dann sehen wir uns gleich im nächsten Laden. Der soll auch sehr, 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 sehr beliebt und gut sein. Togo. Vorhin am Tisch haben wir gesagt, ey. Der Teig an der Seite wäre unglaublich mit Nutella gewesen. Nutella. Auf ich einmal, sehe, wir gehen raus. Gab es Nutella-Pizza, ich kann nicht mehr, ja. Und wisst ihr, was noch krass ist? Ein verdienter Strafzettel. Boah, Bruder, der ist hart jetzt. Ist warte, lass mich gucken. Letzter und der Spot, wo am meisten gesagt wurde, geht hier hin. Social Club in Hamburg. Ich hab geisteskrank Hunger. Ja, ja, extrem. Er hat auch die ganze Fahrt gesagt, oh, ich kann nicht mehr, Bruder, was sollen wir noch essen gehen? Oder ich habe ihm gesagt, er soll die Pizza nicht aufessen. Ich habe jetzt von jeder Pizza mal ein Stück gegessen. Das heißt, ich habe jetzt 6 Stücke Pizza gegessen. Ich habe 6 Pizzen ganze gegessen. Ja, versteht ihr, was ich meine? Ich trage dich, damit du nicht so viel Kilokalorien verlierst, okay? Bruder, Wallah, ich glaub's nicht. Die Karte brauchen wir eigentlich gar nicht. Nee. Wir würden gerne 3 Pizzen haben. Margarita, einmal eine vegetarische und einmal eine Tonne. Tonne haben wir tatsächlich nicht. Ihr habt keine Thunfisch? Nee. Hat das einen Grund? Was könnte? Grundsätzlich nicht draufgenommen, weil Chef ist nicht so begeistert von Thunfisch und er wollte mal ein bisschen was anderes machen. Ah, krass. Was könntest du als Alternative empfehlen? Also, wir haben noch eine Cheese-Pizza. Echt jetzt? Ja, eine Cheese-Pizza, die ist komplett weiß mit Creme Fresh-Base und so. Die ist auch sehr geil. Geh das mal diese Fresh. Lass uns mal die nehmen. Statt diese Fischpizza. Ja. Du machst den selber mit den Händen hier, ne? Ja. Und wie viel Prozent Wasser ist im Teig drin? 70%. Auch 70% Wasser? Hier sind so die Toppings. Das wird bestimmt die Cheese-Pizza, ne? Cheese-Pizza, ja. Mit Creme Fraiche, bisschen. Schinkäse, die Gorgonzola. Gorgonzola muss man, glaube ich, echt mögen. Ah, das wird die Zucchini, 2 Tage vorher mariniert, ja. Also eingelegt wahrscheinlich, ja. Ne? Paprika, sind die auch eingelegt gewesen? Ja. Und das sind Pilze jetzt, Champignon. Ja. Aubergine, dann Oliven. Okay. Und das dann auch wieder ein Steinofen hier, ne? Jetzt sind die Brees alle im Ofen. Ey, sieht das krass aus. Das habe ich aber bei den anderen Ofen vorher nicht gesehen mit der Flamme. Das ist schon fast krass. Gerade reingeschmissen, ist schon gefühlt fast fertig. Jetzt drehst du die einmal, damit sie nicht kleben bleibt? Ja. Nur wie die aufgeht, bitte. Hältst du die immer noch mal über die Flamme? Am Ende, ja. Okay, das hat mir sehr gefallen. Da ist ein Hauch von Flamme oben noch. Oben fertig, wir machen jetzt unten fertig. Ne? Ein bisschen. Ach so, oben ist sie fertig und jetzt kommt der Boden, der fertig, ja, wird Boden noch. Okay, die sieht sehr gut aus. Oh, die Cheese-Pizza sieht aber auch sehr, sehr gefährlich gut aus. Das ist sehr... Kannst du dir... Ja. Guck mal bitte, Wallah, Arda. Der schämt sich gar nicht, wir kommen im Restaurant, er nimmt sein eigenes Trinken mit. Arda, wir nehmen jetzt die Pfeffer mit der Margarita an. Aber guck mal hier. Es geht viel schneller runter, der andere war viel dicker. Ich kann auf jeden Fall schon mal was anderes sagen. Ja, weißt du, was heftig ist? Man denkt so, eigentlich so Pizza kann man nicht so krass viele Unterschiede merken, aber ich merke da schon den Unterschied an der Tomatensauce. Ne? Ja. Ne? Habt ihr einen hausgemachten Dip? Trüffelcreme hatten wir davor, okay, ja, den würden wir nehmen. Pesto, hausgemachtes Chili-Tomaten. Auch bitte. Kannst du uns einmal die 3 Dips bringen? Das ist jetzt weiße Pizza, ja? Okay, 1, 4, 6 und los. Habt ihr mich hochgenommen. Boah, die schmeckt sehr lecker, ne? Du musst Pokerface machen bis letzter Sekunde. Ja. Gorgonzola ist für mich richtig gefährlich, weil es kann manchmal komisch schmecken. Es kann manchmal zu salzig schmecken. Weil es sehr dominant ist, die Gorgonzola. Danke, Bruder. Jetzt sind wir die Gemüsepizza. Dips? Oh, danke schön. Oder was sind das für Dips? Guck mal, die Pesto. Die sind alle auch selber gemacht, die Dips? Boah, Bruder, ohne Käse bin ich jetzt gespannt. Probier mal. Ist sehr lecker. Ich glaube, als Veganer würde man Loopings machen, aber ich glaube, wenn man Käse gewohnt ist und auf Käse Dings. Also es ist lecker. Wenn ich hier bin, würde ich das nicht vor den zu vorziehen. Nein, nimm mehr. Wie, nimm mehr? Weil es ein bisschen scharf ist. Wallah? Bisschen scharf. Doch, ist scharf. Ja, wallah, scharf. Oh. Ja, Bruder, ich hab das so reingedrungen, Bruder, was getrunken. Okay, zeig mal den Pesto-Dip. Die Trüffelcreme schmecken mir mehr, weil die ist mehr Frischkäse. Die andere war mehr Mayo und die ist mehr Frischkäse.
Stimmt. Die Margarita ist auf jeden Fall besser als die davor. Ich fand die Tomatensauce würziger. Okay. Das ist nicht mein Fall. Ich glaube aber für Veganer und Vegetarier ist das eine Bombe. Die Gorgonzola-Pizza schmeckt super, super. Mhm. Von allen dreien würde ich die Gorgonzola-Pizza als erstes nehmen, dann die Margarita und dann die Dings. Okay, die beste Pizza vom ganzen Abend heute, Bruder, war diese. Gorgonzola? Das ist die erste, von der ich zwei Stücke gegessen habe. Die ist übertrieben heftig lecker. Eins, ganz langer Abstand. Zwei, drei. Und ich muss sogar sagen, weil die Tomatensauce sehr lecker ist, hat mir Käse, ich habe keinen Käse vermisst. Doch, ich schon, ja. Ich habe keinen Käse vermisst. Oder den Trüffeldip fand ich beim letzten Laden besser, muss ich ehrlich sagen. Walla? Ja. Der Dip ist geil, der ist scharf, aber lecker. Und diese frische Pesto, sehr heftig. Also wirklich, man merkt hier, die Qualität ist auf jeden Fall sehr, sehr frisch. Wirklich? Alles sehr, die Zutaten sind sehr frisch, stark. Sind sehr... Wir hatten heute keinen Laden, wo ich nicht nochmal hingehen würde. Ich auch nicht. Wie ist die Gorgonzola, Alat? Mhm. Was? Mhm. Mhm. Die ist heftig, oder? Mhm. Intensiv. Intensiv, ne? Also, ich würde sagen... Der erste Laden war der beste. Ja. Einfach, ich weiß nicht warum. Ja. Dann würde ich sagen, ist der Laden hier. Und dritter Laden ist der zweite. Ich gehe mit dir mit. Die beste Pizza von dem heutigen Abend war meiner Meinung nach die Margarita beim ersten Laden. Dann würde ich das die Nummer 2 nehmen. Dann ist das die 3. Dann die Thunfisch bei dem ersten Laden, Nummer 4. Die Soßen sind hier am besten, hundertprozentig. Personal war überall sehr nett, kann man nichts sagen. Das stimmt. Alle drei Läden sind sehr, sehr empfehlenswert, meiner Meinung nach. Ich würde dem ersten Laden eine 8,5 von 10. Vom allgemeinen Faktor her, wobei wir nur sagen, wir haben nur die Pizzen probiert. Das ist eine klare 8 von 10 hier. Und der dritte, der Laden davor... Oder probier ist einmal eine, diese Pesto. Der Laden davor ist eine... Pesto. Ich habe ihn scharf untergemischt. Ich hab's gesehen. Er hat das extra mit Pesto überdeckt, der Ekel. Und du hast es gesehen? Ja, ich hab mich so gefreut. Ich weiß. Und wegen dem Licht, ich sehe nicht dein Gesicht, Digga. Nein, wenn du jetzt beide Hände so nehmen würdest, guck dir mal beide Finger an. Wo ist die Pizza, also wo würdest du sagen, wo hat man mehr Dreck an den Händen gehabt vom Pizza essen? Was? Guck dir doch mal deine Hände an, Bruder. Er wollte meine austrinken. Wie hat dieser lächerliche Trick geklappt? Ah ja, der hat sein eigenes Trink mitgenommen, stimmt. Ja, erstmal danke an alle Läden, dass wir dort filmen dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Cooles Personal. Schaut gerne bei Arda vorbei, lasst ihn Liebe da. Checkt auch gerne nochmal unten in der Bio ab. King Cans, Descue, Süßigkeiten, Mousepads. Wenn ihr Bock habt, checkt das gerne ab. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Lasst Liebe bei Abu da. Schreibt gerne was Nettes in die Kommentare. Noch eine Sache, die ist wichtig. Möge Allah allen unterdrückten Nationen, egal wer, egal welche Religion, Nationalität, Alter, Geschlecht, Frieden auf dieser Welt geben. Amen. Allahumma amin. Adios, ciao, kakao, ciao, pepe und ciao mit Öl. Assalamu alaikum. Wallah, aber sieht gar nicht so weich aus. Was? Hey, drück rein. Ja, Bruder, hä?